Servus und willkommen auf der Festbrunn der 300-Stunden-Map. Gut, schön, dass du wieder da bist. Wir schauen uns heute an, einmal, wie es funktioniert mit dem Holz. Aber zuerst einmal bringe ich den Ruben in Position. Das ist nur mehr morgen. Ich spiele maximal eine halbe Stunde noch. Beziehungsweise ich würde den einmal herstellen. Und einmal hier stehen lassen, dass ich morgen dann gleich anfangen kann. Gut. Denn schauen wir mal. Ja, ich weiß nicht mehr, sollte man das mit dem Kran machen, aber ich lasse das mal lieber. Gut, Nummer 1. Der erste, den ich befüllen werde, wird der LKW sein, der was zum Sägewerk hinauf, weil ich will ein bisschen Holz verkaufen, auch nicht nur alles in das Sägewerk hinunterbringen. Normalerweise sollte das funktionieren, nein, funktioniert nicht. Andere Seite. Alles schön drinnen. Exakt, ich muss hier leider so beladen, weil, wie soll ich sagen, weil der nicht so hoch geht. So. Ja, vielleicht benutze ich noch größere, damit ich das Ganze schön reinbringen kann hier. Gut, der ist auch mal voll. Und ich sag's ehrlich, wenn der so voll ist, das reicht normalerweise. Ah, super. Ah ja. Okay. Lassen wir das mal. Der stört soweit nicht. Faserholz, wie es in der Fachsprache genannt wird. Was kommt dann zum. Oder sagen wir so, nicht Faserholz, Hartgut. Ja.
Ja. So, jetzt habe ich nicht geschaut, wie spät das ist, als ich das wieder angefangen habe. Wieder einmal. Das passiert mir das öfter, sagen wir mal so. So, hat er denn? Ja, nicht vergessen, gerade stehen. Ja, fahren wir mal damit. So, mal abladen. Ja, den hole ich dann später raus. Ach ja. So. So hinplatzieren das Ganze, dass ich das mit dem Radlader herausbringe. Das heißt, so hier. Ja, das sollte passen. Ja, sehr schön. Das darf nur nicht umfallen. Also ziemlich schön voll. Ja. Ich glaube, das sollte passen. Ja, und gleich wieder. Ja, ich glaube, nachdem das das unten ist, werde ich einmal nach vorne spulen. Vor allem. Na komm schon, auch mit dir. Keine Möglichkeit vortäuschen. Stock, danke für nichts. Bitte. Alles drinnen. Wie man sieht, bekommt man jede Menge Holz hier raus. Beziehungsweise, die sind auch schon schön gewachsen, anscheinend. Falsch. Man ladet noch nicht, so sage ich auch gleich dazu. Was wollte ich gerade sagen? Das ist eine schöne Fuhre.
Ja, den anderen LKW nehme ich fürs auch fürs Fassholz bzw. Hacktransport. Das heißt, alles was hier ist, kommt dann auf den anderen rauf und ja, der ladet das dann beim anderen Hof ab. Und dann brauche ich das Ganze nur mehr häckseln. Und da habe ich wieder ein bisschen Hackgut. Die Pappeln bringen eindeutig viel mehr Hackgut. Aber wirklich viel mehr. Schauen wir mal, wie das geht. Ja, das schaut gut aus. Ja, perfekt, perfekt, perfekt. Und jetzt bewegt sich nichts mehr. Okay, ja. Kinder zu Hause bitte nicht nachmachen. Ja, ich geht mir auf den Keks. Normalerweise, wenn Leute meinen, sie müssen doof hupen, mache ich extra langsam. So. Er sollte dann rauskommen. Theoretisch. Dann stecke ich den mal daher. Ich glaube, da hinten habe ich dann alles soweit. Perfekt. Und her damit dir. Na? Den muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht zu schnell in die Kurve fahre. Das ist verdammt schwer, das ganze Zeug. Naja, wenn die hoch sind, heißt es juhu! Jede Menge Arbeit. Ja, ich sag immer jede Menge Arbeit, das sagt stimmt, jede Menge Arbeit. Ja, das ist auch schon gewachsen. Gefällt mir. Jetzt muss man noch was nachkommen. Ja, man sieht, wie das wackelt eigentlich da hinten. Das ist gigantisch. So. Gut. So. Das ist... Ach du Scheiße. Das ist wirklich verdammt schwer. Bist du des Wahnsinns? Er braucht so lange zum Abbremsen, das gibt's ja normal nicht. Puh, wie gut, dass ich nicht im Segelweg rauffahren muss mit dem Gewicht. Also ich glaube, das ist ganz schön schwer dabei. So, im Segelweg sollte da auch noch genug drin sein. Zurück. Warten. Beziehungsweise das. Ich habe jetzt noch was rein, dass ich ja genug habe. Na gut, bis dahin ist das alles randvoll. Bist du deppert.
Das Ganze wird dann auch verkauft hier. Das ist wirklich krass und so. Komm schon. Ja, geht doch. Alles drinnen. Perfekt, würde ich mal sagen. So, meine Lieben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann, wenn es euch gefallen hat, lasst bitte ein Abo da. Like beim Video und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren. Wie gesagt, ich mache ein bisschen weiter und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.